Hallo liebe Kochfreunde, wir sind heute in Bietigheim im Küchenreich und wollen mit euch zusammen was Leckeres kochen. Wir haben uns vorbereitet, bringen eine Rinderschulter mit für ein Gulasch, wir haben Rouladen wollen wir machen, einen Soßenansatz, einen Suppenansatz und da kommt natürlich lauter gute Sachen rein, da kann vielleicht der Wolfgang ein bisschen was dazu sagen. Wolfgang ist Küchenchef aus Ettlingen, hat früher im Erbrins gearbeitet und heute kocht er nur noch aus Leidenschaft. Aber mit voller Leidenschaft, ja. Also wir starten nachher zunächst einmal, um was zu Ende zu kriegen. Die Rindroulade brauchen wir eine Soße dazu. Wir brauchen Flüssigkeit, um nachher den Gulasch aufzufüllen. Da setzen wir jetzt als erstes eine Rinderbrühe an, von den schönen Rinderknochen hier. Da hat der Bernd was Schönes mitgebracht, auch Fleischknochen. Das ist von der Rinderbrust da, so wie das aussieht, ja, oder? Ja. Dann schöne Sandknochen und so Gelenkknochen. Das gibt noch eine schöne, kräftige Rinderbrühe. Da haben wir auch schöne Gewürze dazu, frischen Lorbeer, Wacholder, was man so dazu so einen Geschmack reingibt. Und wir setzen eine Rindersoße an. Die brauchen wir nachher für die Rinderroulade, weil da brauchen wir auch eine Soße. Ja, und wir wollen ja nachher, wenn die Rinderrouladen anbraten sind, nicht mit Wasser auffüllen, sondern wir brauchen eine geschmackvolle Soßenbasis. Ja, aber zunächst muss das Fleisch vorbereitet werden. In der letzten Sendung haben wir Ihnen ja gezeigt, wo die Fleischstücke herkommen. Wir haben eine Rinderkeule zerteilt, die einzelnen Teilstücke benannt. Und gab es eine Oberschale. Aus der Oberschale haben wir die klassischen Rouladen geschnitten. Und aus dem Vorderteil, aus der Schulter, haben wir hier einen dicken Bug mitgebracht. Der ist prädestiniert für einen schönen Gulasch. Und die Abschnitte und das Bindegewebe verwenden wir für den Soßenansatz, dass wir eine kräftige Soße bekommen und für die Brühe natürlich, dass wir richtig schöne fleischige Fleischbrühe bekommen, die wir nachher zum Aufgießen des Gulaschs brauchen. Für die Gewürze jeweils ist der Wolfgang wieder zuständig. Ja, sicher. Also er hat seinen Garten geplündert, hat Lorbeer mitgebracht, hat Liebstöckel mitgebracht. Ein bisschen Thymian dazu, den machen wir nachher in den Soßenansatz mit rein. Wir machen auch natürlich den Lorbeer mit rein. Frischer ist natürlich am schönsten immer. Tolles Aroma, frisch. Ja, den brauchen wir sowohl für die Rinderbrühe als auch nachher für die Rindergrundsoße. Dann machen wir in die Rindersuppe Pimentkörner rein. Wir machen etwas Wacholderbeeren mit rein, frische Nelken. Für den Gulasch haben wir einen schönen, kräftigen, roten, farbigen Paprika, dass man schöne Farbe und guten Geschmack reinbekommen dazu. Und Wolfgang, ganz wichtig, die Zwiebeln. Die Zwiebeln, jawohl. Die brauchen wir einmal für die für das Gulasch, brauchen wir sehr viel Zwiebel. Also manche Leute sagen, das original ungarische Gulaschrezept sagt Fleisch und Zwiebeln, gleiche Teile. Meiner Meinung ist ein bisschen viel. Ich arbeite mit einem Teil Zwiebeln, zwei Teile Fleisch. Ja, die Zwiebeln, die tun wir nachher in einem Rapsöl ganz schön butterweich dünsten, schmoren. Das ist ganz wichtig, dass die Zwiebeln weich sind. Denn wenn der Gulasch nachher fertig ist, lösen die sich auf, die zerfallen total. Und genau das gibt nachher die schöne sämige Bindung in Verbindung mit diesem Rindfleisch, mit dem durchwachsenen Rindfleisch, dass wir eine schöne sämige Gulaschsoße kriegen. Die Rinderschulter ist ein bisschen durchzogen mit Sehnen und Bindegewebe und das ist genau das kollagene Gewebe, das wir brauchen im Gulasch, dass die Soße richtig schön bindig und sämig wird. Ja, das Bindegewebe, wie gesagt, das Kollagen, das löst sich nachher durch das Kochen und es gibt dann diese schöne sämige Soße. Dann ist das eine schöne Sperse vom Rimmelsbacher Hof, denke ich mal, oder? Ja, das ist ein schönes weibliches Tier gewesen und die Tiere kommen, im Moment haben wir die vom Rimmelsbacher Hof oben, vom Bernhard Heinzler, mit dem arbeite ich seit vielen Jahren zusammen und der hat wirklich eine artgerechte Tierhaltung. Er hat auch die Mutterkühe, das ist kein Maschbetrieb im üblichen Sinne, sondern er hat eine Mutterkuhherde und die haben auch jedes Jahr Weidegang von Ende April und die stehen jetzt im November immer noch auf der Weide, wird zwar zugefüttert mit betriebseigenem Getreide, aber die sind freilaufend und können ihrem natürlichen Gange nachkommen. Prima. Insofern haben wir bestes Fleisch
der besten Gulasch. Ja, dann abgehängt, 21 Tage, 25 Tage. Ja, das ist jetzt 14 Tage. 14 Tage okay. Abgereift. Für einen Gulasch ist das absolut ausreichend. Wird schön weich, oder? Das wird auf jeden Fall weicher. Dann kochen und nein, nächsten Mittwoch. Das bringe das bringe sogar mir zwei weich. Okay. Gut. Dann wollen wir die Soße ansetzen, die Suppe ansetzen. Ich beschäftige mich mal mit diesen leichten Dingen. Ich fülle mal Wasser. Machen wir Wasser. Soll man halber voll machen? Wir blanchieren, wir setzen ja schon mal Wasser auf, kochen das auf und dann blanchieren wir die Knochen kurz ab, dass die Trübstoffe ja schon mal weg sind. Ja, erfahrungsgemäß ist ja es ist immer Eiweißteile und Trübstoffe drin. Das tun wir ja schon mal abkochen. Dann waschen wir diese blanchierten Knochen waschen wir ab und setzen dann mit kaltem Wasser auf, bringen es dann ganz langsam zum Kochen. Ja, durch das langsame Erwärmen, Erhitzen, dadurch bindet nämlich das Fleisch und Knochen eigene Eiweiß, bindet dann gleich die Trübstoffe in sich und wir können davon ausgehen, dass die Rindersuppe von vornherein schon mal klar wird, dass wir nachher nicht so eine trübe Brühe haben. Ja. Wenn man nicht alles braucht nachher zum Auffüllen, vielleicht will der eine oder andere auch testen oder den Teller voll essen. Und es schmeckt natürlich dann besser, wenn es appetitlich aussieht. Jetzt machen wir noch ein bisschen mal ein Feuer darunter. Lassen wir hier mal zu Potte kommen. Das, mach mal eigentlich die Knochen ins heiße Wasser rein oder tut man die kalt aufsetzen ich für die jetzt Brühe? Wir tun es jetzt mal zuerst blanchieren. Okay. Ja? Und dann gießen wir es ab, waschen die Knochen ab und setzen es dann kalt auf. Genau. Und lassen wir es langsam hochkommen. Und in dem Topf, da rösten wir dann die Knochen an und machen da den Soßenansatz draus. Ja? So würde ich sagen, starten wir jetzt einfach einmal. Jetzt starten wir mit unserer Brühe, die wir nachher brauchen, um das Gulasch aufzufüllen. Da braucht man ja eine Flüssigkeit. Wir arbeiten natürlich nicht mit Wasser. Wir kochen in dem Wasser zunächst einmal von den Knochen, die der Bernd mitgebracht hat, eine schöne Brühe. Dazu tun wir die jetzt erst einmal in das kochende Wasser, blanchieren die kurz, dass die Schmutzteile da weggespült werden. Ja, in der Zwischenzeit fangen wir hier an und braten die Rinderknochen an. Das gibt nachher eine Basis, eine Grundsoße, eine braune Grundsoße, die wir nehmen, um aufzufüllen, die Rinderrouladen, dass man auch da, ich glaube, das ist ein bisschen, oder? Ja, ich habe schöne Brustknochen dabei. Sehr schön. Das gibt eine kräftige Brühe. Das sieht gut aus. Für eine gute Brühe brauchen wir ein paar Knochen mehr. So sieht's aus. Und da darf auch ein bisschen Fett dran sein, dass ein paar Augen drauf schwimmen, dass nicht nachher mehr Augen reingucken, wie rausgucken. Ja, da gibt's noch Reklamationen. Das wollen wir auf keinen Fall. Ja. So. Ich mache jetzt hier schon mal diese andere, die etwas kleineren Rinderknochen ist besser, wenn die etwas kleiner gesägt oder gehackt sind. Einmal ist es besser zum Arbeiten und zum anderen, je kleiner sie sind, umso besser können natürlich auch die Geschmacksstoffe austreten und in die Soße übergehen. So. Am besten geeignet sind dafür so Rinderhalsknochen, da ist noch ein bisschen Fleisch dran, das sind Wirbelknochen. Dann gibt es einfach eine schöne, dunkle, kräftige Soße, ein Schü, eine Grundsoße, wo wir nachher zum Auffüller brauchen, wenn wir unsere Rouladen angebraten haben. Füllen wir mit der auf und dann haben wir eine tadellose Soße. Jawohl. Und das ist wichtig im Badischen und im Schwäbischen. Eine gescheite Soße. Eine Soße muss her, das Spätzle schwimmen können, gell? Genau. Gut, für diese Rindersoße, da brauchen wir jetzt natürlich ein Gemüse, wie der Koch sagt, der Fachmann, es ist ein Mirpa, nicht eine ganz so klein, so ungefähr einen Zentimeter große Gemüsewürfel sind es. Da kann man ein bisschen mehr Zwiebel nehmen. Wir nehmen ungefähr von der Gesamtmenge die Hälfte Zwiebel und dann ein Viertel Karotte und ein Viertel Sellerie. Dass wir nicht zu viele Karotten drin haben und auch Sellerie. Denn erfahrungsgemäß, oder man weiß, enthält ja die Karotte Zucker, auch der Sellerie enthält Zucker.
Und wenn man da zu viel von diesem Gemüse reinmacht, dann habe ich nachher natürlich ein bisschen süße Soße und das wollen wir auch nicht. Und es karamellisiert und wird schwarz, ja, und dann haben wir auch Bitterstoffe drin. Richtig. Das ist der zweite Nachteil. Ne? Reicht das, Wolfgang, oder? Ich glaube, damit kommen wir klar. Jawohl, jetzt machen wir. Dann machen wir noch ein bisschen Karotte. Karotte, da können wir vielleicht ein bisschen abwaschen da. So, ich habe da Gemüsebürstchen haben wir dabei, kann man den euch das auch schön. Und dann haben wir Sellerie, schneiden wir dazu rein. So, das putzelt schon ganz schön hinter. So. Und wenn wir nachher das Gemüse geschnitten haben, dann rösten wir in der Pfanne da drüben die Zwiebeln an, die halbieren wir in der Mitte und machen die richtig schön schwarz. Die kommen dann in die Suppe rein. Das gibt dann die Farben, so schöne bernsteinfarbene. Nehmen wir da nur ein bisschen Rapsöl oder machst du auch gleich ein bisschen Zuckerei dazu? Ich mache kein Zuckerei, ein kleines bisschen Öl, das kommt. Nur damit es nicht gerade so anbrennt, so, das reicht schon. Und da tun wir es jetzt dann richtig schön schwarz machen. Gehen wir ein bisschen mit der Temperatur hoch. So. So, wie sieht es aus? Ja, das ist wunderbar. So, da fängt schon an zu kochen. Das machen wir auch dazu leider. Machst du auch gleich ein bisschen Sellerie dazu? Sellerie, da schneiden wir gerade den Sellerie da rein dazu. Das kleine bisschen Karotte, das verkraftet es dann. Das können wir schon mal haben. So, hier sieht man, da kommen jetzt schon dieser braune Schaum hoch da. Das ist das, was wir da weghaben wollen. Diese Schmutz und Trübstoffe, Trübteile da. Wolfgang, deine Zwiebel wird langsam schwarz. Die sehen gut aus. Das macht mich schon leicht nervös. Bleib ruhig, guck mal, da haben wir noch reichend Luft nach oben, da können wir schon noch. Wir gehen ein bisschen runter mit der Temperatur. So, die Schale lassen wir auch dran. Auch die Schale gibt uns mit Farbe, gell? Das wissen wir von Ostern. Manche färben sogar auch die Ostereier mit dem Sud von der Zwiebelschale, gell? Und das hilft uns auch da bei der Rinderbrühe, gibt uns eine schöne Farbe mit rein. Wolfgang, das Grün vom Sellerie, was machen wir mit dem? Da nehmen wir ein kleines bisschen, nehmen wir nachher mit in die Brühe rein, aber nicht zu viel, oder denn sonst wird es so geschmacksintensiv vom Sellerie her. Das schneiden wir jetzt einfach mal da ab und dann machen wir die Schale außenrum von der Sellerieknolle weg. Auch die Schale ist ja kein Abfall, sind die ganzen Geschmacksstoffe mit drin. Die geben wir nachher auch mit rein als Gemüse in die Rinderbrühe. Ja, ein bisschen von diesem Grün und das weiße Selleriefleisch, das schneiden wir nachher, wenn alles soweit im Ofen ist und es vor sich hin kocht, schneiden wir das in schöne kleine Würfel, machen auch Karottenwürfel dazu, geben ein bisschen Lauchstreife dazu und das Gemüse tun wir dann anschmoren ein bisschen und geben das zur Rinderroulade dazu. Da man nicht nur Kartoffeln hat, also auch ein bisschen Gemüse dabei. Das ist quasi unsere Beilage nachher. Das ist nachher auch die Beilage. Einmal Garnitur, das schön bunt aussieht und gleichzeitig auch Gemüse. So, das nimmt langsam Farbe an.
Wolfgang, wechselt bei dir das Salz, die Zutaten, bei deiner Brühe im Ansatz? Bitte? Kochst du nach Jahreszeit oder im Herbst alles, was der Garten hergibt an Gemüse? Nee, ich bleib da also schon ein bisschen bei der Tradition. Also in meinem Sup, da mache ich halt Karotte, Lauch, Sellerie, Petersiliewurzeln mache ich mit rein. Kann man auch einen Lauch mit reinnehmen? Und die Zwiebel. Lauch machen wir mit rein, auch da haben wir das, den Lauch. Dann nehmen wir das Grüne, das Hintere, nehmen wir etwas in die Suppe mit rein. Wir nehmen auch von dem Lauch nachher ein bisschen in das Röstgemüse von der Soße mit rein. Allerdings müssen wir darauf achten, dass man den Lauch dann erst hinterher reintut, weil der ist ja wesentlich feiner wie das ganze grobe Gemüse. Und der wird uns nachher schwarz und bitter. Den immer so ganz zum Schluss, bevor wir die Soße nachher auffüllen, geben wir den Lauch dazu. Da haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt. So, jetzt waschen wir diese Rinderknochen ab da, mit klarem Wasser. Wolfgang, hast du da deine Kräuter im Garten nach Haus geholt? Das ist der letzte Liebstöckel, der noch war. Der zieht sich jetzt langsam in den Boden zurück und dann ist fertig für dieses Jahr. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder austreibt. Aha. Ja. So, jetzt, wie gesagt, haben wir aufgefüllt mit kaltem Wasser. Lassen wir jetzt ganz langsam erwärmen, in der Hoffnung, dass wir dann auch eine schöne, klare Rinderbrühe rauskriegen. Die kriegen auch schon eine wunderbare Farbe, das passt. Jawohl. Siehst du, jetzt ist auch eine schöne Farbe, oder? Wolfgang. Du machst Sache. Ja. Meine Oma, die hätte mich vom Herd gejagt. Deine Oma, die hätte helle Freude an uns zwei hier heute. Lass doch das dran. Das machen wir als Müsli und das machen wir. Nee, das machen wir so und so. Als Gemüse, okay. Denke ich mal, da können wir da mit der Sellerie nehmen, das passt, oder? Ich habe ja erst gedacht, du hast ein paar Rettich mitgebracht, ja. Aber das sind kein Rettich. Das sind Der Rettich, der ist noch im Boden drin. Der Winterrettich, der wächst. Und was für Rüble sind das? Das sind Petersiliewurzeln. Petersiliewurzeln. Gebe ich gerne in die Suppe mit rein. Ja. Also Pastinakel. Pastinakel kann man auch sagen, ja. Sollen wir die zerschneiden? Die schneiden wir gleich. Würfelig. Ja. Die brauchen wir nicht zu. Müssen wir die hindig waschen? Ich habe sie abbürstet, die sind sauber, ja. So, aber ich würde sagen, da können wir schon mal langsam nachher anfangen mit dem Gulaschfleisch, oder? Okay. Weil das brauchen wir demnächst auch irgendwann. Und vor allen Dingen, da können wir ja auch die ganzen Abschnitte, die da beim Zuschneider, die können wir damit zum Superansatz reinmachen. Das ist das auch gleich und die Sehne und das Bindegewebe können wir dann zum Soßeansatz mit reinmachen. In Soße mit reinmachen, ja genau. Dann ist das auch gleich verarbeitet. Der Wolfgang hat jetzt mal alles vorbereitet, hat einen Soßenansatz gemacht, einen Suppenansatz gemacht und ich bin immer wirklich erstaunt, wie der alles da verwendet mit den Schalen und dass alles seinen Grund hat und dass das alles zu einem tollen Ergebnis führt, gell? Und die Sache ist jetzt am Laufen. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Fleisch. Ich werde jetzt die Rinderschulter in Teile zerlegen, schneide das übrige, das Fett ein bisschen ab, was zu viel ist. Dann haben wir das Bindegewebe. Das Bindegewebe brauchen wir noch zur Soße und für die Suppe, dass wir eine schöne sämige Soße bekommen. Und dann schneiden wir schöne Würfel draus und die werden wir zum späteren Zeitpunkt dann schön anrösten, dass wir ein schönes Röstaroma, einen schönen Gulasch bekommen. Die dicke Schulter, das ist ein Rindfleischteil, wo prädestiniert ist für einen Gulasch. Natürlich kann man auch einen schönen Braten draus machen, aber heute wollen wir einen schönen Gulasch draus machen. Man sieht hier auch, das ist feine Faser hier, sehr kompakt, aber das ist verantwortlich dafür, dass wir nachher auch ein saftiges Gulasch haben. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, haben wir eine schöne Marmorierung hier. Das sieht wirklich super aus. Schön, das ist gespickt von Natur aus, da haben wir richtig Rindfleisch vom Besten. Das sieht gut aus. Schneidet es jetzt zunächst mal in dicke Tranchen und dann schneiden wir alles ab, was wir nicht zum Gulasch brauchen. Aber das ist auch nicht verloren. Das hilft uns dann eben in der Soße, wie vorhin beschrieben.
Ich bin ja ein Metzgermeister. Ich habe immer gern, wenn eine kleine Fettkante mal dran ist, ein klein bisschen Bindegewebe, weil das bringt nachher auch, das hält vor allen Dingen die Würfel saftiger und gibt natürlich auch richtig Geschmack. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja einen Gulasch essen, der nicht leer schmeckt nach irgendwas, sondern das muss richtig nach Rindfleisch schmecken. Und da brauchen wir eben diese Marmorierung und auch mal eine Fettkante dran. Da bin ich also nicht ganz so empfindlich. Natürlich kann man auch alles wegschneiden, wenn man das absolut nicht mag. Aber vom Ergebnis her ist besser, wenn etwas dran ist. Wenn man nicht ganz so kleine Würfel schneidet, finde ich es auch eigentlich vom Endergebnis her besser. Weil man hat dann eben ein schönes, saftiges Gulasch. Wenn man es zu kleinteilig schneidet, dann besteht immer die Gefahr, dass es eben leicht verköchelt, auslaubt. Und wir wollen einen richtigen schönen Saftgulasch. Dann gibt es noch einen Aspekt, den betrachte eigentlich sehr wenige und berücksichtige wenige. Und das ist, ich möchte eigentlich einen Gulasch, der möglichst immer von einem Tier ist. Weil es gibt einfach verschiedene Gargrade, wenn wir Tiere haben, die unterschiedlich alt sind. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Fersenfleisch mischt mit einem männlichen Tier, ein Bullenfleisch, das ist durchaus auch möglich. Aber wenn man die verschiedenen Fleischsorten mischt, haben wir verschiedene Gargrade. Und man kann sich ja denken, zu was das nachher führt. Dann haben wir hier Fleischwürfel im Gulasch drin, die gar sind, die genau richtig sind. Und dann haben wir wieder andere, die einfach zu fest sind. Und wie kann man dem begegnen? Das ist also ganz schwierig dann. Und so bin ich halt der Meinung, dass man immer zum Metzger seines Vertrauens gehen sollte, der in seiner Theke genau weiß, was er drin hat. Und bei uns zum Beispiel in der Metzgerei, da sind ja maximal zwei, maximal selten mal drei Tiere. Und das haben wir auch immer die Gewähr, dass die Tiere in etwa gleich alt sind und somit auch der Gargrad in etwa der gleiche ist. Und das führt einfach zu einem kontinuierlichen Ergebnis. Wenn in größeren Chaschen, in Großbetrieben Gulasch vorproduziert wird, was üblich ist, dann muss man davon ausgehen, dass viele Tiere zusammen hier in einen Topf kommen und dann hat man sehr unterschiedliche Gargrade. Das führt einfach dann eben zu einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis. So, der Wolfgang, der rührt und rührt. So, das und geht ja wohl. Meine Knochen, die sind jetzt wunderschön hier braun. Da gebe ich jetzt das Gemüse dazu. Röste das mit an, ja. Das ist das... Wolfgang, du wartest noch auf meine Abschnitte, meine Sehnen und mein Bindegewebe, oder sind wir noch nicht so weit? Am frühen Abend, ich meine, wenn du fertig bist irgendwann einmal, dann können wir das dazu reintun. Und ansonsten kommen wir halt morgen nochmal und dann können wir nochmal einen neuen Ansatz machen, oder? Das war jetzt ein eindeutiges Signal, ich bin ihm etwas zu langsam. Ne? Also unter uns gesagt, der Wolfgang ist schon richtig gut, er spricht nur nicht selber darüber. Aber du weißt ja, wenn man weiß, dass man langsam ist, muss man einfach ein bisschen Tempo ein bisschen erhöhen, oder? Ja, da magst du wohl recht haben. Das hat dein Großvater gesagt, oder wer hat das gesagt? Ja, das hat mein Opa gesagt. Wenn langsam bist, musst du einfach schneller machen. So, also. Aber mein Opa hat auch gesagt, Meister, wenn das rauskommt, was da neu kommt, dann kommen wir neu, dass wir nicht mehr rauskommen. Da passiert nichts. Bist du da sicher, Wolfgang? Bin mir absolut sicher. Also, das Gemüse, die Zwiebel, die Karotte, den Sellerie, tun wir jetzt mit anrösten. Das ist wieder die Zuckerstoffe von diesem Gemüse. Das ist das, was jetzt etwas karamellisiert. Da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, weil sonst wird es bitter. Ja, es soll also nur schön braun werden. Und wenn das soweit ist, dann tun wir es etwas tomatisieren. Warte mal. Und rösten das dann weiter. In der Zwischenzeit fange ich jetzt mal hier an. Tun wir schon mal hier diese Zwiebeln da. Da haben wir diese schönen, mittlerweile schwarze Zwiebeln. Die geben wir jetzt da in diese Suppenansalzreihe. Und da können wir jetzt da mit der Zeit beobachten, wie sich die Flüssigkeit so ganz leicht ins Bräunliche verfärbt. Ja, wunderbar. Jetzt fange ich mal an, schon die Zwiebeln zu schneiden für das Gulasch.
Dann kann ich das nebenher angehen lassen da. Kann eigentlich auch schon mal das Gemüse da rein tun, der ganze Sellerie. Das kommt ja schon mal der Geschmack rein. So. Schneiden wir die Zwiebel in schöne feine Streifen. Und die tun wir jetzt hier, wie gesagt, anfangs erwähnt haben, in Öl. Wir verwenden Rapsöl. Rapsöl ist auch ein gut gesundes Öl, gell? Mit viel Omega-3-Fettsäuren. Auch daran müssen wir denken beim Essen. Soll nicht nur gut schmecken, soll auch gesund sein. So. Jetzt haben wir, ich habe jetzt da mal die Parüre, da machen die wir Abschnitte. Da. Ein Teil machen wir da mit rein. Und einen Teil machen wir in der Superansatz. So. So, damit komme ich klar. Und dann machen wir da drüben. Gerade das schöne Fetter, das gibt eine schöne. Ein schönes Geschmäckle, wie man im Badischen sagt. Ja, das gibt den Geschmack. Ich meine, Fett ist ja der Geschmacksträger. Jetzt so. Müssen wir aufpassen, weil sonst müssen wir da oben eine Abgrenzung hinmachen. Vielleicht, man kann ein bisschen Alufolie nehmen und dann kann man es noch ein bisschen auffüllen. Ja, aber dann lassen wir uns halt auch nicht drauf ein. So. Die Kräuter, die machen wir alle zu einer späteren Zeitpunkt. Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du mal mit der Zwiebel weiterschneiden. Guck, das ist dein Muster. Und, das kriege ich noch, Wolfgang. Die einfachen Dinge. Habe ich nie in Frage gestellt. Ja? Und da müssen wir jetzt aufpassen, wie gesagt, dass die Zwiebeln keine Farbe nehmen, die sollen jetzt also nur weich dünsten. Ja? Und wenn sie noch nicht ganz weich sind, dann haben die sich vollkommen aufgelöst. Daher, wenn der Gulasch fertig ist, man spürt davon gar nichts mehr, sondern hat nur noch eine schöne, sämige Soße. Wolfgang, die ist zu dick, oder? Ja. Wird aussortiert. Ja, wir müssen es nicht aussortieren. Schneidest einfach quer dagegen und dann passt es auch wieder. Okay. Wenn das Messer zu stumpf ist, da drüben ist auch ein Stahl. Aber ich hab's beim Schleifen gehabt erst. Können wir die dazu nein machen noch? Ja, die brauchen wir unbedingt. Ja, wir brauchen noch viel. Schöne, feine Zwiebelscheiben. Und jetzt, ja. Je feiner wir sie schneiden, umso schneller sind sie natürlich auch weich und sie zerfallen nachher schön, gell, wenn sie fertig sind. So haben wir uns das vorgestellt. Und das brauchen wir wegen der Sämigkeit. Wenn nachher das Gulaschfleisch weich ist, sind die Zwiebeln total alle aufgelöst, da merkst du gar nichts mehr davon. Ist nur noch eine schöne, bindige Soße. Du hast eingangs erwähnt, dass das in Ungarn früher halb und halb genommen wurde. Halb ja. Zwiebel, halb Fleisch. Ja, also haben wir auch in der Schule gelernt. In der Schule haben wir das auch gelernt. Original ungarisches Gulasch, ein Teil Zwiebel, ein Teil Fleisch. Aber ich bin der Meinung... Oder lag es eher daran, dass sie nicht genug Fleisch hatten? Ja, aber haben sie es mit Zwiebel gestreckt wahrscheinlich, ja. Dann kann man ja das Fleisch anbraten da. Du redest jetzt vom Gulasch. Ich rede jetzt vom Gulaschfleisch, ja. Jetzt gehen wir einfach mal mit der Pfeffermühle daran. Da kann man ruhig großzügig... Und Paprika gleich am Anfang. Das mache ich nachher rein, weil wenn ich es dann jetzt mit anbrate, dann verbrennt mir der Paprika und dann ist nachher alles bitter. Apropos verbrennen, die Zwiebeln. Gut, dass du aufpasst hast, danke. Das kriegen wir aber es geht noch. Das ist noch alles im hellen Bereich. Wolfgang, du musst geduldig sein. Auch aus mir wird ein richtig guter. Nee, ich merke das schon. Du bist sehr lernfähig. Das passt schon. Das macht Spaß mit dir da. Ich, wenn man jetzt mal auf diese Brühe guckt, da sieht man schon, sie verfärbt sich jetzt schon ganz leicht, wird ein bisschen bräunlich schön. Da kann man auch jetzt ein bisschen Temperatur ein bisschen hochgehen.
So. Mhm. Da sind wir jetzt auch soweit. Da geben wir jetzt ein bisschen Tomatenmark dazu und rösten das mit an. Oh, das reicht. Das sieht gut aus, ja. Wird gut, dann haben wir das alles schön. Und nachher tun wir das ablöschen. Mit Rotwein. Da kommt jetzt kommt dann nachher der kleine Rotwein ins Spiel. Einmal gibt es eine schöne Farbe und natürlich das gibt einen Geschmack. Und das lassen wir dann so 2-3 Mal immer schön runter reduzieren, immer wenn der Bodensatz sich bildet hat, ablöschen, runterkochen lassen, ablöschen, runterkochen lassen und dann kriegen wir eine schöne Farbe rein. Wie viel Zeit muss man da einplanen? Ja, normalerweise eine halbe Stunde braucht es eigentlich schon, bis wenn man es richtig macht. Ja. Kochen ist natürlich auch, brauchen wir Zeit dafür. Ja. Die gute Sache braucht ein bisschen mehr Zeit. Die braucht ein bisschen länger, deshalb kaufen ja auch so viele Leute schon alles fix und fertig im Paket. Es gibt in den einschlägigen Supermärkten überall, kannst du alles, Gulasch in der Dose, gibt alles, alles. Klar. Aber oftmals wird da geht's halt schnell. Wird da eben auch gekocht mit Zusatzstoffen und natürlich, so weiter. Natürlich, und Stärken das und ist so weiter. Klar, ne? Das sind, wir kochen ja jetzt gänzlich ohne Stärke, ohne das Hilfsmittel. Sind Geschmacksverstärker drin, da schmeckt schon. Aber wir brauchen kein Glutamat. Wir haben ja da unseren Liebstück, unser Maggi-Grau, das ist ja im Prinzip unser Geschmacksverstärker. Das ist das, was bei uns Geschmack gibt. Ja, klar, sicher. Das ganze Gemüse da drin, die Gewürze, die nachher dazu reinkommen. Zwiebel dürfen nicht anbrennen. Muss immer umrühren. So. Leider. So, jetzt braten wir mal das Fleisch an. Den Liebstöckel rein. In die Suppe da. Das ist schon ein bisschen gefährlich da, gell? Ja, ist ein bisschen Vollwurre, ja. Da sind wir schon ein bisschen an der Kante sozusagen. Aber an der oberen Kante allerdings, ja. Jetzt mal ehrlich, Wolfgang, hast du schon mal so einen schönen geschnittenen Gulasch gesehen? Heute noch nicht. Okay. Ja. Das nehme ich mal jetzt als Lob hin, gell? Nee, das ist also traumhaft schön. Sehr gleichmäßige Stücke, das ist also super. Ja. Ja. Also, das kann nur gut werden. Ah, ja. Das kann nur gut werden. Sollen wir mal ein paar reinlegen dann und versuchen? Ja, siehst du das? Da gibt es natürlich auch andere, die machen das Fleisch direkt nachher in die Zwiebeln rein, aber dann brät es natürlich nicht mehr, weil da bildet sich ja natürlich schon mal dieser Schmorfond, dieser Saft, und wenn ich das Fleisch roh reingebe, dann bildet sich da nur noch Saft und es köchelt vor sich hin, und ich habe nachher, ich habe ganz gerne beim Gulasch so diese Röstaromen drin, die jetzt hier durchs Anbraten entstehen. Das finde ich persönlich im Geschmack halt schon zuträglich. Ja, auf jeden Fall. Und ein anderer sagt, es ist falsch, es muss so gemacht werden. Aber letztendlich, das Endergebnis muss stimmen, es muss schmecken. Und zum Anbraten vom Gulasch empfiehlt sich auch eine großflächige Pfanne. Eine großflächige Pfanne, natürlich. Dass sich Fleisch gut verteidigt, sonst sieht's ja auch gleich wieder. So, wenn ich jetzt das auf den Berg drauf mache, dann sieht's ja gleich auch natürlich einen Haufen Saft wieder.